Ekrem İmamoğlu wurde Ende März zum neuen Bürgermeister von Istanbul gewählt. Doch jetzt ist der Politiker von der Partei CHP schon wieder im Wahlkampf. Die erste Wahl wurde auf Druck der Partei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan annulliert, nachdem die Opposition knapp gewonnen hatte. Istanbul ist die wichtigste Metropole der Türkei. Die Bürgermeister kamen jahrelang von der AKP. Längst geht es bei der Wahl nicht mehr nur um das Bürgermeisteramt, sondern auch um die Frage, ob es in der Türkei unter Erdogan noch einen geordneten Machtwechsel durch demokratische Wahlen geben kann. Erdogans AKP bezeichnet die Opposition immer wieder als Terroristen. İmamoğlu präsentiert sich als ausgleichende Kraft. Besteht wirklich das halbe Land aus Terroristen? Warum müssen sich die Leute hassen? Wir sind vielleicht nicht einer Meinung, das mag sein, aber wir müssen uns respektieren. Das ist es, was unsere Gesellschaft braucht. Kritiker nennen seine Haltung naiv, doch seinen Erfolg schmälert das nicht. İmamoğlu ist praktizierender Muslim, die CHP ist eine säkulare Partei. Er kommt bei Konservativen und Liberalen gleichermaßen gut an. Wir sehen jeden Tag die Debatten im Fernsehen. Wir wollen keine Aggression mehr. Wir wollen in Eintracht und gegenseitigem Respekt leben. Es wird alles gut werden. Er ist toll, auf diesen Mann haben wir gewartet und er ist gekommen. Alles wird gut. Am Sonntag nun tritt İmamoğlu zum zweiten Mal gegen Binali Yildirim von der AKP an, den konservativen Politikveteranen, der unter anderem schon Ministerpräsident war. Es ist eine Wahl, die als Testfall für die Demokratie in der Türkei gilt.